Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Anschlag auf deutsches Konsulat in Afghanistan. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu dem Angriff in der Nacht in Mazar-i-Sharif mit mindestens 4 Toten und mehr als 120 Verletzten. Heute erschossen Bundeswehrsoldaten am Anschlagsort 2 Motorradfahrer, die sich über eine Aufforderung zu stoppen hinweggesetzt hatten. Einigung auf Klimaschutzplan. Die Bundesregierung hat sich nach langem Streit doch noch auf eine gemeinsame Linie verständigt. Demnach müssen Industrie- und Energiekonzerne bis 2030 weniger CO2 einsparen als zunächst vorgesehen. Auch Forderungen zum Ausstieg aus der Braunkohleverstromung wurden entschärft. Grünen-Parteitag in Münster. Die rund 850 Delegierten wollen während der dreitägigen Beratungen die inhaltlichen Weichen für die Bundestagswahl im kommenden Jahr stellen. Der Vorsitzende Özdemir forderte zum Auftakt seiner Partei zur Einigkeit im Streit um eine Vermögensteuer auf. Merkel telefoniert mit Trump. Die Bundeskanzlerin gratulierte dem designierten US-Präsidenten zum Wahlsieg und betonte die gemeinsamen Werte beider Länder, so ein Regierungssprecher. Trump hatte Merkel im Wahlkampf wegen ihrer Flüchtlingspolitik scharf angegriffen. Leonard Cohen ist tot. Der kanadische Sänger und Songwriter starb im Alter von 82 Jahren in Los Angeles. Mit Songs wie Suzanne, So Long Marianne oder Hallelujah wurde er zu einer Musiklegende. Seine Werke beeinflusste ganze Generationen von Musikern. Das Wetter, am Samstag an den Alpen noch Schnee, sonst erst viele Wolken und Nebel, aber meist trocken. Im Laufe des Tages gebietsweise Sonne, -2 bis +7 Grad.